Es geht weiter am Samstag nach 3 Tagen Zwangspause. Ich hatte ein bisschen was zu erledigen außerhalb der Aquaristik. Da war es dann zeitlich ein bisschen schwierig, da noch irgendwas mit reinzuschieben. Aber jetzt geht es in jedem Falle weiter. Verpasst habt ihr nichts. Also ich habe mich lediglich um die ganz normalen Basics gekümmert, ne, Fische gefüttert und so weiter. Eher eben so die ganz normalen Abläufe. Aber großartige Veränderungen habe ich nirgendwo vorgenommen. Das heißt, ihr seid überall auf dem gleichen Stand wie ich auch. Und genauso soll es ja auch sein. Wir machen das alles schön zusammen. Und ja, hoffen dann ebenso auf diese Art und Weise auch am meisten mitnehmen zu können. So, gestern sollten ja eigentlich schon die Kardinalfische umziehen im Vermehrungswürfel. Schauen wir gerade mal ganz kurz drüber. So einfach wie möglich sollte es sein, die Vermehrung für den Kardinalfisch. Aber ich muss sagen, unter diesen Bedingungen hier können wir, glaube ich, einen Haken dahinter machen, denn aktuell hat sich bisher nichts ergeben. Kein einziger Jungfisch, den ich hier irgendwie entdecken konnte, keine einzige Larve, die ich sichten konnte. Vergebens immer wieder mal auf die Lauer gelegt und geschaut, ob sich irgendwo etwas bewegt. Aber ja, wie das manchmal so ist, ne? Wenn die Gegebenheiten nicht sind, wie sie sein sollen, dann wird das eben nichts. Ist ein bisschen ernüchternd. Ja, ich habe schon gehofft, dass eventuell der ein oder andere auch mit diesen Leitungswasserbedingungen klarkommt. Bei uns hier relativ hartes Wasser. Also DGH von um die 20, Carbonathärte ebenfalls so bei um die 10, pH-Wert knapp über der 7. Also für die grundsätzliche Haltung vom Kardinal eigentlich kein Problem. Also der ist da relativ tolerant. Der kann mit Eingewöhnungszeit auch bis auf eine Gesamthärte von 30 DGH wunderbar gepflegt werden. Aber eben bei der Vermehrung. Da scheint es wohl so zu sein, dass es wohl nur unter weichen Bedingungen funktioniert. Ja, ist ein bisschen schade. Und jetzt ist die ganz große Frage, was mache ich? Also eigentlich war ja die Überlegung, die Tiere gestern bereits umzuziehen. Die sollen ja ins Flussbiotopbecken. Gut, das natürlich war so der angepriesene Plan, weil ich eben schon die Erwartung hatte, dass der ein oder andere mit diesen Bedingungen hier durchkommen könnte. Aber das ist eben jetzt nicht der Fall. Und jetzt ist schon so ein bisschen mein ja, Ehrgeiz irgendwo gekitzelt, um zu sagen, okay, das kann es nicht gewesen sein. Der eine oder andere muss hier fallen, definitiv. Also ich bin schon dazu geneigt, jetzt hier einfach mal einen Wasserwechsel zu machen. Also 6, 7 Liter einfach rauszunehmen, das Ganze gegen Osmosewasser auszutauschen und somit auch die ja, Gesamthärte, die Carbonathärte und auch den pH-Wert entsprechend etwas nach unten zu korrigieren, um das Ganze dann einfach hier für ein paar Tage nochmal zu versuchen. Das ist meine Überlegung. Hätten wir jetzt ein Live rausmachen können, ne? Dann hätte ich mal direkt eure Meinung, eure Reaktion bekommen. Ich gehe mal ganz kurz in mich und entscheide mich dann hoffentlich für den richtigen Weg. Ja, so ist das. Manchmal funktioniert es gleich auf Anhieb, manchmal eben nicht. Aber wir wollen ja, glaube ich, hier alle ein bisschen was an Erkenntnissen mitnehmen. Also hartes Wasser können wir schon mal definitiv einen Haken hintermachen. Das wird wohl nichts werden. Temperatur könnte auch ein Faktor sein. Die Becken stehen ja unbeheizt, aber doch relativ warm. Also 20, 21 Grad. Das sollte eigentlich soweit passen. Der Kardinalfisch mag es ja eigentlich grundsätzlich sowieso ein klein wenig kühler. Also Temperaturfaktor möchte ich hier fast ausschließen, dass der irgendwie einen Einfluss auf die ganze Geschichte hat. Ja, aber eben die Gesamthärte, ne, die Carbonathärte, Gesamthärte, vielleicht auch der pH-Wert, das muss ein bisschen nach unten und das würde ich sagen, korrigieren wir jetzt mal ein klein bisschen nach unten. Ich werde jetzt hier mal ein paar Liter Wasser rausnehmen und dann eben gegen Osmosewasser austauschen. Ja, viel Mulm hat sich hier gar nicht angesammelt in dem Becken. Das ist soweit alles völlig in Ordnung. Ich gehe hier noch mal so ein kleines bisschen hier über den Bodengrund rüber. Ja, gar nicht so arg viel. Mal gerade auch dieser ganze Biofilm, der sich überall bildet, das ist natürlich auch eine super Nahrungsgrundlage für Jungfische. Deswegen so ein Zuchtbecken, so ein Vermehrungsbecken sollte man definitiv nicht unbedingt penibel reinhalten. Ja. Sterile Nachzucht auch natürlich ein Thema, was ich definitiv ablehne, was ich definitiv eine Sache, wo ich nicht mit konform gehe. Die Tiere sollten schon nach Möglichkeit eben unter natürlichen Bedingungen aufwachsen und das ist definitiv kein hochgecleanter ja, Operationssaal,
möchte ich fast sagen. Die sollen da schon möglichst viel an Keimen und allen möglichen direkt auch mitnehmen, damit sie sich eben auf natürliche Art und Weise dann auch entwickeln können. Tja, so ein Osmoseverschnitt, ja, das geht schon relativ zügig, dass man da komplett andere Werte auch bekommt. Deswegen werde ich gar nicht so arg viel Wasser hier rausnehmen. Na, das sind jetzt gute 3 Liter, 4 Liter in etwa. Würde ich sagen, füllen wir mal auf, schauen uns dann die Werte mal ein bisschen genauer an. Und dann können wir immer noch entscheiden, ob wir noch zusätzlich ein bisschen was rausnehmen oder eben nicht. Bis sich das ordentlich vermischt hat. Deswegen einmal den Filter wieder auf volle Stärke stellen, damit sich das ordentlich durchmixt, das Ganze. So, ich werde jetzt hier einen Stäbchentest verwenden, einen Schnelltest verwenden, um mal zu schauen, was hat sich denn überhaupt ergeben. Haben wir da überhaupt eine Veränderung jetzt im Wasser oder eben nicht? Hundertprozentig genau muss es gar nicht sein. Ne? Darum geht es gar nicht. Es geht darum, so einfach wie möglich hier an die ganze Geschichte ranzugehen. Und ja, ein tausendprozentiges Ergebnis braucht man auch nicht unbedingt. Na, hier geht es einfach nur um zu schauen, haben wir überhaupt eine Veränderung? In welchem Bereich sind wir hier in etwa? Also, pH-Wert ist in jedem Fall runter. Da liegen wir jetzt irgendwo zwischen 6,8 und 7,2. Na, das ist eben die Angabe auf der Skala. Wir haben eine Carbonathärte zwischen 6 und 10. Also auch da hat es in jedem Fall eine Veränderung gegeben und die Gesamthärte liegt jetzt zwischen 7 und 14. Ja, das war definitiv noch vorher anders da. Da lag der Bereich zwischen 14 und 21. Ich weiß, dass wir hier in etwa um die 20 dGH Gesamthärte im Leitungswasser haben. Also von daher jetzt dann doch deutlich weichere Bedingungen. Ja, so viel Wasser haben wir ja gar nicht rausgeholt. Deswegen werde ich jetzt hier, wo die Tiere aktuell noch drin sitzen, auch noch mal ein bisschen was am Wasser rausnehmen und das Ganze gegen Osmosewasser austauschen. So können die Tiere sich langsam eben an die neuen Gegebenheiten dann gewöhnen. Nicht ganz so viel, nicht, sondern hier nicht einen totalen Schock bekommen, sondern eben, ja, ich würde mal sagen, die Hälfte. Ne, die Hälfte von eben. Dann sind wir da schon mal in einem veränderten Bereich nach unten eben und dann können die Tiere, würde ich mal sagen, so in etwa 1 bis 2 Stunden auch problemlos auf die linke Seite umziehen. Na, das erspart mir jetzt hier in jedem Fall eine Fangaktion. Das ist dann auch stressfrei für die Tiere und sollte in jedem Falle so ganz gut funktionieren. Um jetzt hier auf Nummer sicher zu gehen, dass die Tiere keinen Schock bekommen, werde ich jetzt ganz, ganz vorsichtig nachfüllen. Also nicht komplett auffüllen mit Osmosewasser, sondern das Ganze jetzt hier in kleinen Abständen einfach machen. So können sich die Tiere ganz, ganz easy an die neuen Gegebenheiten dann gewöhnen. Und wie gesagt, nach 1 bis 2 Stunden kann ich die Tiere problemlos auf die linke Seite umziehen. So, kleiner Zeitsprung, gute 2 Stunden später. Die Tiere können umziehen. Ich habe auch zwischenzeitlich nochmal hier im linken Becken die Wasserwerte ganz genau gemessen über Tröpfchentest. Also wir sind aktuell bei einem pH-Wert von 6,8, bei einer Gesamthärte von 14 dGH und bei einem, ja, bei einer Carbonathärte von 8. Also definitiv andere Bedingungen jetzt für die Tiere. Wie gesagt, ich habe den zweiten Cube so ein kleines bisschen entspannt angepasst. Ja, immer wieder mal einen Schluck Osmosewasser draufgegeben. So konnten sich die Tiere jetzt über den Zeitraum von eben 2 Stunden an diese neuen Gegebenheiten gewöhnen. Das erspart mir in jedem Falle hier nochmal eine größere Fangaktion. Also ich muss sie nicht erstmal wieder in den Eimer setzen, dann vorsichtig anpassen. Das war jetzt so alles ziemlich bequem in einem Rutsch nebenbei zu handeln und hat eben auch wunderbar funktioniert. So, ja, die Hoffnung natürlich jetzt hier im rechten Becken noch irgendetwas zu finden, sind so ein bisschen gegen Null. Ne? Also ich glaube nicht, dass sich da irgendwas ergeben hat.
in diesem harten Wasser und in diesen harten Bedingungen. Also ich glaube, unter das Thema hartes Wasser, Vermehrung, Kardinalfische, können wir dann, glaube ich, ganz getrost einen Haken setzen. Ja, so ist das. Es hätte ja einfach funktionieren können. So einfach scheint es dann wohl nicht zu sein, obwohl der Kardinalfisch eben so eine riesen Spannbreite hat, wie man ihn pflegen kann. Von extrem weich bis extrem hart ist da eigentlich alles dabei, aber eben bei der Vermehrung. Da scheint es wohl so zu sein, dass dann eben weiches Wasser Pflichtprogramm ist. Ja, die ganzen Zuchtberichte, die man eben so findet, natürlich habe ich da geschaut, ganz klar, die gehen allesamt von weichem Wasser aus. Ich kann mir aber, wie gesagt, nicht vorstellen, dass es nur unter weichen Bedingungen funktioniert. Deswegen wäre es jetzt auch, glaube ich, verschenkte Zeit gewesen zu sagen, wir belassen es dabei, die gehen jetzt, ja, ins Flussbiotopbecken, da wo sie eigentlich rein sollen, und Schwamm drüber ist eben so. Nein, jetzt möchte ich eben schon wissen, was ist so das Mögliche. Ne? Ab wann geht es los? Ab wann kann man die Tiere vermehren? Welche Gegebenheiten, welche Wasserbedingungen müssen dann eben da sein, damit das Ganze funktioniert? Und ich denke mal, ja, dafür ist dieses kleine Mini-Projekt dann auch sehr, sehr gut geeignet. Obwohl ich dafür eigentlich überhaupt keine Zeit hätte. Ja, ich habe ja so viel noch vor, so viel soll noch verändert werden. Aber gut, so ein paar Erkenntnisse, auch was die Kardinalfischvermehrung angeht, möchte ich dann in dem Falle schon auch ganz gerne mitnehmen. So, ich will es für heute dabei belassen. Fast schon themenspezifisch. Morgen soll es weitergehen, definitiv. Dann mal vielleicht so ein kleiner Ausflug. Ja, so ein paar Kleinigkeiten mal mitnehmen, vielleicht auch mal drüber schauen. Heute ist extrem stürmisch draußen, deswegen habe ich heute darauf verzichtet, draußen irgendwas zu filmen. Mal schauen, ob es wettermäßig morgen ein bisschen besser ist. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wie immer, gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch natürlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Habt eine gute Zeit, ein schönes Wochenende, genießt die Zeit und bis bald. Tschüss.